Wir brauchen eine weitere Nahrungsquelle. Irgendwas. Gibt's noch andere Tiere, die wir jagen können? Ein weiteres Tier jagen. Das ist eine gute Idee. Es reicht ja nur eine Quelle aus. Das ist der Bereich hier unten. Hier jagen wir im Augenblick Hühner, Hennen und Rotwild. Vielleicht finden wir irgendwo noch eine andere Sache zum Jagen, Leute. Da können wir ruhig mal was weiterlaufen. Einmal. Einmal. Leute, haltet Ausschau, bitte. Seht ihr irgendwo noch Tiere? Hier. Was sind das für welche? Auch Rehe, ne? Hirsche. Und das hier unten waren da auch Hirsche, oder? Oder sind das Rehe? Ach, was ist es denn? Oh komm, wo ist die Jagdhütte hier? Das sind Rehe, keine Hirsche. Das heißt, die Hirsche können wir uns holen. Das ist hier cool. Hierhin. Schnappt euch die Hirsche hier. Dann haben wir die weitere Nahrungsquelle. Ich vermute mal, Hirschfleisch und Rehfleisch zählen als getrennte Geschichten. Hoffe ich mal sehr. Ja, wir haben da irgendwo Glashäuser, aber das sah aus wie ein Glashaus. Deshalb wollte ich dahin, aber es war halt keines. Aber wir finden sicher welche. Wir müssen nur abwarten, bis die Expedition zurückkehrt. Komm, noch Metalle. Gott, wie umdrehen wir uns denn? Ich drehe mich hin und her. Ich habe den Überblick verloren. So rum. Alles dreht sich. Ja, okay, ich habe einen mitgenommen. Einen Joy, aber nur einen. Das waren so viele. Das, also man muss doch, man hat eine Verantwortung für seine Bürger. Einen mitnehmen, wenn man die ziehen lässt, also nicht die, sondern die Bürger einfach ziehen lässt, ohne dass die einen durchgezogen. Also wenn man die einfach, man muss doch selber mal vorkommen. Man muss doch irgendwie, man muss doch wissen, was man den Leuten gibt, Leute. Und danach dreht sich halt alles. Ich habe doch eine Verantwortung. Wenn wir irgendwie Alkohol ausschenken, dann pfeife ich mir vorher auch ein Gläslein rein. Wenn Brät, Wildbrät auf den Tisch kommt, dann muss ich auch mal eine Gabel davon essen. Oder einen Braten davon essen. Pilze probiere ich ja auch. Also nicht diese Pilze, andere Pilze. Also Pilze halt. Nein, nicht diese Pilze, Leute, sondern normale Pilze. Ich muss alles einmal probieren. Wenn Wasser auf den Tisch kommt, probiere ich auch Wasser. Unverfängliches Beispiel, ja? Alles einmal probieren. Muss ich machen. Lars, die Judicator, du verstehst das, ne? Danke dir fürs Abo. Drittes Abo, hallo Grüße, liebe Grüße an dich. Du verstehst mich, oder? Ich hoffe, dass ja. Ich setze große Hoffnungen auf dich. Genau, das Svinuit, das war das Stichwort. Qualitätskontrolle muss sein. Danke dir. Ja, genau, das war das Wort, nach dem ich gesucht habe. Genau, Qualitätskontrolle. Expedition zurückgekehrt, wir können die nächste machen. Händler, das machen wir schon. Nächste Expedition, bitte. Das ist doch ein Gewächshaus. Als wenn das kein Gewächshaus ist. Einmal Kundschafter dahin, bitte. So, 5 Siedler. Ein Baumeister, gibt es viel zu bauen im Augenblick? Haben wir hier den Strom gebaut? Nein, nicht. Das Lager muss gebaut werden und die Windkraftanlage. Oben gehen die Ressourcen alle. Strahlenschutzanzüge, Werkzeuge, Schrott. Was läuft als Forschung?
Läuft. Nie Wissen wird erzeugt. Welche Forschung hat mir denn eben eingestellt? Ich kann mich ja wieder an nichts erinnern. Hat man dich schon nicht... Abbau von Kohle ist erforscht. Das heißt, wir können jetzt Minen bauen erstmals. Da. Stromverbrauch, wenn wir wollen, 300. Teuer machen wir. Fördert die Rohstoffe Jod, Kohle oder Schwefel. Mine an Berg. Jetzt brauchen wir Platz dafür. Ich habe alles zugebaut gerade. Wie kriegen wir die denn untergebracht? Mine an Berg. So, ne? Nee, das ist rot. Oh Gott, ich probiere es erstmal hier oben aus. Runter ins Tal. Das ist doch hier am Tal. Aber ist es hier rot, weil das ist der Einzugsbereich. Daneben setzen oder wie? Blockierende Bereiche. Hier sind doch keine blockierenden Bereiche, aber es ist nicht dicht genug hier dran. So, ne? So muss es gesetzt werden, oder? Kann das sein? Ich setze mal im Planungsmodus. Gucken, ob das mir angenommen wird. Ja, das war die Erklärung. Machen wir das einmal wieder weg. Wir setzen es jetzt nochmal hier vorne richtig hin. Es gibt also zwei Arten von Rote, die man berücksichtigen muss. Das Dunkelrot ist doof. Das gestreichte, mir fehlt das Wort. Gott, das kommt vielleicht davon, dass wir hier seit über 4 Stunden streamen. Schraffiert, danke. Das schraffierte Rot ist gut, das andere nicht. Neben die Windkraftwerke, ja, das könnte man machen. Der Weg ist ein bisschen lang. Haben wir hier unten noch einen hier geht auch. Ich wette, das erzeugt über viel Standardattraktivität minus 10%. Vielleicht hier auf die Rückseite, hier unten hin. Das könnten wir machen. Da ist der Weg zu den Lagern auch nicht weit. Weil hier oben rum, da muss man ein Weilchen laufen. Und hier sind die Wohnsiedlungen in der Nähe. Vielleicht hier so hin. Da muss man sich nur sicher sein, dass hier kein Wohnviertel hinkommt. Sonst gibt es ein Problem. Hier oben ist das Problem geringer. Machen die Windkraftanlagen, machen die auch minus Attraktivität, minus 2. Dass wir den hier hinstellen, dann wissen wir, da machen wir nie was falsch. Ist ein Stück zu gehen, aber kann man machen. Ein Lager kriegen wir da auch hingesetzt. Die Idee finde ich eigentlich ganz okay. Hier so hin. So, ne? Das hier noch drin? Jetzt packt mich der Ehrgeiz, ob das auch noch anders. Nee, das ist alles rot, das geht nicht. Also hier vorne. So, ne? Bauen wir die als erstes? Ja. Nee, das Lager ist wichtiger. Boah, da brauchen wir wieder haufenweise Arbeiter. Da machen wir gleich wieder in den Bildschirm rein und sagen noch mehr Baumeister, bitte. Kohle bei 114. Also das Hauptproblem ist es im Augenblick nicht mehr. Die dann wirklich, wir können Dinge hier auch abbauen, die wir dann die dann vielleicht auch weghandeln.
Recycler von Plastik auf Metalle umstellen, das wäre schon wichtig, ne? Ja, gute Idee. Haben wir doch schon. Wieso denn was? Dschungelschleichtix, welche haben. Wir haben doch gar keine. Wir haben nur die Raffinerie. Und die ist. Bei der haben wir das schon gemacht. Ja, bauen wir bis 100, dann bis 300. Alles gut. Es gibt keinen Recycler mehr. Die haben wir alle entfernt. Keine Recycler mehr da. Die habe ich abgerissen. Forschungsfenster. Expedition läuft. Hier läuft auch alles gut. Abholzen und aufforsten. Dito, Dito. Das ist doch gut. Da können wir mitarbeiten. Im Prinzip geht es aber ein paar wenige Baumeister. Holz ist bei 359. Ja, machen wir ein bisschen weniger Förster. Drei weniger und packen die in die Baumeister. Ja? Sehr befriedigend, schreibt ein gewisser Keranos in den Chat. Zuschauen, entspannt zuschauen zu können, wie die Siedlung wächst. Ja, Keranos. Einerseits freue ich mich, dass du entspannt bist. Andererseits, meine Bürger arbeiten ja acht im Schweiß ihres Angesichtes. Stets von Radioaktivität bedroht. Unter anderen Scheußlichkeiten. Stets könnte irgendwas Schlimmes passieren und sie arbeiten trotzdem weiter. Aber ich glaube, mir geht es ja genauso. Ich bin ja auch hier ein. Entschuldige bitte, dass ich den Nickname eines Zuschauers zitiere. Ich bin ja auch nur ein Zugucker. Arbeite mal ein bisschen schneller da hinten, rufe ich den bisweilen zu. Oder hey Bursche, ja, beweg dich mal ein bisschen. Oder Mädchen, das geht auch schneller. So in der Art halt. Aber das muss man auch können. Ganz im Ernst. Führungskräfte, das muss man auch drauf haben. Es gibt Leute, die sind zu weichherzig dafür. Die sagen immer bitte. Weicheier, das Wörtchen bitte, echt. Die Postapokalypse und das Wörtchen bitte, das beißt sich. Das beißt sich wie, was weiß ich, wie ein Säbelzahntiger, eine Ratte. Bitte, eines der schlimmsten Wörter überhaupt. Damit geht man unter in der Postapokalypse. Kannst du bitte mal da vorne den radioaktiven Boden abtragen? Furchtbares Wort, ganz, ganz schrecklich. Wie läuft es bei unserer Expedition? Ja, Gewächshausruine. Was bekommen wir hier? Viele Pflanzen, die wir noch nirgendwo vorher gesehen haben. Das ist ja spannend. Wir schicken Siedler hin. Mit Siedlerabzeichen. Ausgerechnet jetzt. Ich finde, wir können einmal auf einen Forscher verzichten. Olivia rennt runter. Wollen noch jemand den Bauern abzeichnen, bitte? Aber das kann man hier oben nicht einstellen. Wir haben keinen mit einem Bauernabzeichen. Kann das sein? Doch, jetzt. Okay. So, und dann noch, sagen wir mal, drei weitere, komm. Die nehmen dann normale Siedler, die im Augenblick nicht so viel zu tun haben. Das ist ein Logistiker. Ja, Enzo geht noch mit. Ist nur Siedler im Augenblick und ebenfalls Mathilde. Reichen vier? Eine nehmen wir noch mit. Komm. War schon nicht viel zu viel, aber
Wenn wir noch irgendwo einen Siedler haben. Einen im Siedlerberuf hier. Gunther. Gunther geht auch mit. Das ist eine echt große Expedition. Lieber zu viel als zu wenig. Wir hatten, glaube ich, schon mal Dschungelscharch X8, glaube ich, verbraucht. Oder in die 6 Aktionspunkte. Jetzt habe ich 2 auf Vorrat mitgegeben. Ist schon okay. Das kann man mal machen. Komisch, warum kommen denn immer mehr Leute? Ich wollte schon längst Feierabend machen, Leute. Wir haben ja 23:30 in der Nacht. Ich wollte, normalerweise mache ich um 11 oder irgendwas zwischen 11 und 11:30 dicht. Jetzt kommen immer mehr Leute rein. Das pusht mich. Das treibt mich voran. Dann mache ich auch noch ein klitzekleines bisschen weiter. Wenn ihr wollt, dass ich ins Bettchen gehe, dann macht das doch selber mal, Leute. Echt, noch eine Stunde für Square Fox. Natürlich, noch eine Stunde. Selbstverständlich, noch eine Stunde. Natürlich. Oh Gott. Wieder eine Dürre und ein Sandsturm gleich. Na toll. Die Kreta läuft bald ab. Da müssen wir uns drum kümmern. Das ist alles okay. Quests. Die nächste Quelle, die sollte bald kommen. Wenn die Hirsche reinkommen. Wo sind unsere Mitarbeiter? Einer nur. Leon. Leon geht jagen. Leon, beeil dich mal ein bisschen. Ach komm. Leon schleicht rüber, um diese Hirsche hier zu jagen. Lass dir Zeit, Leon. Zwei Siedler ist zu wenig. Das gibt Ärger. Oh Gott. Es gibt alles Ärger. Ich gehe schon mal bei den Wasserträgern ein bisschen runter, weil gleich kommt die Dürre, dann ist hier eh nichts los. Weil dann die Teiche austrocknen. Schrottsammler, so wenige. Schrott ist aber genug da. Werkzeug ist haufenweise da. Ich glaube, wir müssen bei den Werkzeugen ein bisschen rausgehen aus der Produktion. Deshalb haben wir auch anderen die Metallprobleme. Wir schauen mal, wo, wie viele Werkstätten wir haben. Ein Handel wurde abgeschlossen und fliegt weg. Alles klar. Werkstätte 1 und 2. Die hat Strom. Die nicht. Wisst ihr was? Dann legen wir die mal still. Die ohne Strom legen wir mal still. Dann haben wir nämlich demnächst auch wieder mehr Metalle. Das sind 4 Techniker, dann brauchen wir nur 2. Hier arbeitet niemand. Ist ja auch stillgelegt. Hier arbeiten die beiden Leute. Ist die Mine mittlerweile fertig? Ach, noch lange nicht. Die braucht noch ein Weilchen. Oh Gott. Die braucht noch haufenweise. Der Bau ist noch gar nicht aktiviert. Deshalb, die war im Planungsmodus noch. Ich gehe mal beim Planungsmodus raus, genau. Oh Gott, was war das jetzt? Jetzt wieder rein. Bam, 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 bam. Rest läuft, ist okay. Ich glaube, im Forum müssen wir gleich das Dekret wieder einstellen. Immunität.
Jetzt müssten die Metalle langsam steigen. Metalle, Stoff. Sondierer 10. Wir haben kaum noch Arzneien. Nein. Das ist ja furchtbar. Plötzlich keine Arzneien mehr. Das ist ja ein Albtraum. Ist das, weil die am Strom laufen? Ist das, weil die uns ein Problem mit den Sammlerhütten gibt hier? Die Sammlerhütten haben noch genug. Zwei Leute arbeiten hier. Eine Seuche zuletzt? Was ist denn passiert? Warum sind denn so wenig Arzneien denn nur noch da? Ach, wir haben die Produktion umgestellt? Nein. Medizin? Kräuter sind ein bisschen da. Denn so wenig? Habe ich welche verkauft? Ja, aber doch nicht so viele. Oder habe ich die alle verkauft? Nee, ne? Nein, ich habe die nicht alle verkauft. Ich habe die gerne vorher verkauft und nicht in solchen Mengen. Können wir der Arbeitskraft drauf gehen? Bis auf 3, ja? Gehen wir der Sammlerhütte auch mal rauf. Furchtbar. Wie viel haben wir denn an Kräutern eingelagert? Nur 20? Gott, wenn jetzt eine Seuche passieren würde oder irgendwas Schlimmes. Wir haben doch eben noch ganz viel Arznei geschenkt bekommen bei einer Quest. Die Dekrete, bei denen man so viel Arznei verbraucht. Ja, The Square Fox. Die stellen wir die ganze Zeit ein und sind stolz drauf, weil wir so viele Arzneien haben. Dann bekommt auch keiner Krankheiten, aber wenn einer Krankheiten bekommt. Das ist die Erklärung. Und wir haben wahrscheinlich zu viele Siedler mittlerweile, sodass uns das Dekret irgendwie nicht leisten kann. Immerhin sind keine Besucher da. Hier ist Strom. Und hier müssten wir Strom hinpacken. Wie viel Stromüberschuss haben wir im Augenblick? 400. Jetzt schmeißen wir erstmal wieder ein bisschen Wasser an Strom. Hier ist die Kneipe. Da gehen wir mal auf Schnaps zurück. Geben Strom dazu. Das ist die Schule mit Strom. Ne, das müssen wir erstmal bauen hier unten. Dann bauen wir das hier mal. Na, lässt du dich mal bauen? Da ist er. Den bitte bauen. Wir sind Ziel erreicht. Angekommen, Boss. Ich weiß nicht, was dieser Späher erzählt hat. Für uns sieht es einfach aus wie jede andere Ruine, die in der Wildnis verstreut ist. Nicht sehr vielversprechend. Schöne Aussichten. Das Einzige, was ich tröste, in dem Augenblick C-Krämer. Danke dir. Fürs 16. Abo. Ich hoffe, deine Unterstützung trägt mich hier durch die neue Aufgabe hindurch. Was bekommen wir hier? Wir durchsuchen das verlassene Gewächshaus. Ja klar, natürlich. Deshalb sind wir hier. Seht euch um, Leute.
Einige Pflanzen wachsen da, wo der Pflanzbereich gewesen sein muss, als es hier noch eine üppige grüne Oase war. Es gibt auch einen alten Lüftungsschacht, den wir demontieren könnten. Ja, irgendeine Art von Mais wächst hier. Gut, dass wir einen Experten dabei haben. Wahrscheinlichkeit 80%, oder? Dass es klappt, schaffen wir. Komm. Ist gescheitert. Diese Pflanzen nützen uns nichts. Vielleicht trugen diese Pflanzen in früheren Zeiten Kerne. Aber die Strahlenbelastung muss sie sterilisiert haben. Ich frage mich aber, wie sie sich fortpflanzen. Wir sammeln einfach diesen alten Schrott auf, Boss. Gott, wie furchtbar. Dann gehen wir hier rein. Wir entfernen einfach die Abdeckung hier dieses alten Schachts. Mal gucken, was da drunter ist. Vielleicht essbare Pilze. Wir gehen mal rein. 49 Pilze immerhin. Wir kratzen sie ab. Eine Art Pilzmoos. Unser Sammler meint, sie seien essbar. Er hat bereits hineingebissen und noch lebt er. Dann gehen wir in den Pflanzbereich rein. Ja, Maissaat! Ja! Sehr schön. Maissaat. Und 24 Mais auch gleich. Wenn die zurück sind, haben wir die eine Quest abgeschlossen mit den 24 Mais. Die Pflanzen, die erwachsen, ähneln nur vage dem uns bekannten Mais. Die Strahlenbelastung muss ihren Phänotyp verändert haben. Wir könnten sie aber sammeln und versuchen zu kultivieren. Wird gemacht. Das war's, ne? Mehr gibt's ja nicht, ne? Einpacken und zurückkehren. Alles mitnehmen, bitte. Da haben wir wieder zu viel dabei. Sehr schön. Gute Heimreise. Sehr schön. Na, geht ja. Geht ja doch. Man muss nur ein bisschen brüllen vor Freude. Da geht es schon. Und wenn die zurückkommen, dann haben wir die 11. Nahrungsquelle. Und dann ist alles gut. Und parallel läuft als 11. Nahrungsquelle noch ein Jäger hier rüber. Und sucht hier die Hirsche. Wir haben ein Dekret laufen im Forum, was leider dafür sorgt, dass unsere Arzneivorräte stark geschwunden sind. Wir produzieren und produzieren und produzieren. Gerade sind wir in der Dürre. Ich mache mir große Sorge, dass er nachher wieder an dieser scheißlichen Sandsturm kommt. Und hier alles mögliche wieder kaputt macht. Diesmal haben wir immerhin viel Holz und viel Schrott auf Vorrat. Und auch viele hatten zuletzt ja auch neue Leute noch reinbekommen in die Siedlung. Trotzdem, das sah besser aus. Ich ziehe mal ein paar Wasserträger ab. Denn hier ist sowieso alles im Augenblick ausgetrocknet. Da können die Siedler mal Dinge schleppen. Die Baumeister können Dinge bauen. Fischer nehme ich auch mal kurz raus, denn ich glaube, hier sind im Augenblick nicht so viele Fische fangbar. Sanitäter sind voll da. Wie sieht es mit dem Thema Strom aus? Wir hatten einen leichten Stromüberschuss, der ist aber, glaube ich, ja, 300 plus. Wenn wir hier unten den Strom was gebaut haben, können wir ein paar Dinge wieder anschließen. Können auch jetzt schon mal ein paar Dinge mal kurz anschließen hier. Wenn die Zugang haben, wenn das hier erstmal fertig ist, dann können wir die Mine hier anschließen. Die Mine ist fertig. Nein. Immer noch nicht fertig. Wenn die fertig ist, schließen wir sie an. Weil ich mich frage, ob das so klug war, die zu bauen. Die wollten wir unbedingt bauen, allerdings Kohle haben wir just in diesem Augenblick wieder. Wir versuchen Metalle zu bekommen, wir haben einen Recycler hier errichtet. Und das ist echt doof hier. Ja. Kräuterhütte. Benötigt Kräuter. Die sind erstmal alle weg. Die kommen nach der Dürre wieder. Und ausgerechnet jetzt, wo wir für die Medikamentenproduktion Kräuter bräuchten. Das ist echt bitter. Bin gespannt, was der nächste Händler uns bringt. Forschungspunkte haben wir zuhauf. Zu wenig Ressourcen, um die umzusetzen. Schnell hier alles ernten. Mitten in der Dürre. Einmal ernten, damit alles eingebracht wird. Damit die nicht kaputt gehen. Da kommt schon wieder der Sandsturm. Leute, wir beginnen mitten im Sandsturm. Begannen wir mit dem Sandsturm, hören wir auf.
Es geht demnächst weiter mit einem Endzone-Stream und mit vielen Videos auf YouTube. Es ist ja so furchtbar hier.